Für alle Elektroautomobilisten gibt es in Weißenfels ab sofort eine weitere öffentliche Möglichkeit, den Akku seines Fahrzeuges aufzuladen. Am Audi-Autohaus Kittel in Weißenfels wurde am 14. März eine neue Stromtankstelle in Betrieb genommen. Und das ist halt hier in Kooperation mit den Stadtwerken passiert. Die Stadtwerke hat das gebaut und finanziert. Und wir haben jetzt hier die Fläche zur Verfügung gestellt. Und wie Günther vorhin schon sagte, hier in einer attraktiven Gegend, nah an der Autobahn, nah an der Tankstelle hier Aral, die auch alternative Kraftstoffe anbieten, zum Beispiel CNG, als einziger hier in Weißenfels. Und da passt das eigentlich hierher. Ja. Von den Stadtwerken haben mit der neuen Säule auch neue Wege beschritten. Bisher waren die Ladesäulen ohne Bezahlinfrastruktur. Diese neue Säule wird also eine Bezahlinfrastruktur abbilden, wird Nutzern, die neben unserer Säule noch weitere rund 1800 Säulen in Deutschland nutzen können, die Möglichkeit bieten, ihre Fahrzeuge aufzuladen. Wir gehen damit wirklich den ersten Schritt, den wir konsequent im Jahre 2018 und 2019 weiterentwickeln wollen, um am Ende über 10 öffentliche Ladepunkte zu verfügen, um das gewisse Bedürfnis, den Bedarf an Strommenge auch im öffentlichen Raum abzudecken.